Leute, ich will kochen. Das ist die Chrissy, ich bin der Christoph und wir machen heute selbstgemachten Nudelteig. Dafür brauchen wir Eier, ein bisschen Wasser, eine Mischung aus Weichweizen und Hartweizengrieß, nennt sich auch Pastamehl, und Mehl. Das ist jetzt Typ 1050. Der Typ gibt an, wie viele Mineralien in dem Mehl sind. Umso höher die Zahl, desto mehr Mineralien sind drin. Und durch dieses Mehl wird der Teig auch ein bisschen griffiger und fester. So, dann fangen wir auch schon an. Für den Teig brauchen wir 2 Eigelb und 3 Eier. Da kannst du schon mal die Eigelbe trennen. Ich mische schon mal das Mehl und den Grieß und mache mir gleich eine kleine Mulde, wo die Chrissy dann das Eigelb reingeben kann. Gerade in die Mitte rein. Die ganzen geben wir auch mit rein. Gut machst du das. So, haben wir schon. Das sind schon die 5 Eier. Nehmen wir uns eine Gabel, verquillen die Eier erstmal und gehen dann langsam von außen nach innen. Geben dann auch gleich das Wasser dazu. Kleiner Tipp am Rande, die Eier am besten eine Stunde bevor ihr den Teig macht, aus dem Kühlschrank holen, damit alles in etwa die gleiche Temperatur hat, dann lässt sich der Teig besser kneten. So, dann gehen wir langsam von innen nach außen. Jawohl, das sieht schon gut aus. Und dann geht es gleich ans Eingemachte. Die Chrissy kann in der Zeit schon mal Petersilie walzen. Wir machen nämlich breite Nudeln, einmal Natur und einmal mit Petersilienblatt in der Nudel drin. Da haben wir die Petersilie gewaschen, da macht sie die Blätter schnell noch vom Stängel ab. Und dann müssen die kurz gewalzt werden, damit die schön platt sind. Und dann arbeiten wir die mit in den Teig später ein. So, die Masse nehme ich jetzt raus und verknete es schön mit der Hand. Schöne Schweinerei. Eine richtige Sauerei ist das. So. Eigentlich was für Kinder, oder? Ja, wenn du willst, dass deine Küche danach aussieht wie Sau, dann lass es deine Kinder machen. Christoph, das geht mir mit dir genauso. Ja. So, da habe ich hier noch ein bisschen Grieß, den geben wir gerade noch dazu. Willst du alle Blätter haben? Nee, ne? Ja, mach mal alle. Kann nicht schaden. So, und den Teig müssen wir jetzt so lange kneten, bis er nicht mehr an den Finger klebt. Ich mache nicht alle. So, umso länger ihr den Teig knetet, desto besser lässt er sich später dann verarbeiten. So, jetzt nehmen wir das Tuch hier. Ja. Und legen die Blättchen drauf. Das, was die Chrissy jetzt gemacht hat, war natürlich äußerst blöd. Das stimmt überhaupt nicht. Klar, weil du dir jetzt die ganze Arbeit machst und das alles wieder rausfummelst. Nee, Chrissy. Am besten ist es, die Dinger waschen, bevor er die vom Stängel befreit. Und dann nur grob abschütteln. Weil wenn er die nämlich zwischen den Tüchern nachher walzt, werden die trocken. Als kleiner Tipp. So. Ich finde das okay so. Ja, ist doch super. Ja. So, der Teig ist fertig. Den bringe ich gleich ein bisschen in Form, weil ich mir später nachher Scheiben für die Nudelmaschine abschneide. So, dann kannst du mir mal bitte Klarsichtfolie geben. Mach ich. Bitteschön. So, und jetzt wickle ich den Teig schön in Klarsichtfolie ein. Schön eng. Ruhig ein paar Schichten. So, und wir walzen jetzt hier die Blätter. Genau, wir brechen da ein bisschen die Struktur und können die dann besser verarbeiten. So, das war's schon. Kein Hexenwerk, ganz einfach. Kommt jetzt für eine Stunde in den Kühlschrank, da kann er sich ein bisschen entspannen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Pasta war jetzt eine Stunde im Kühlschrank. Ist ein bisschen fester geworden. Da schneide ich mir gerade eine Scheibe von ab. So, dann muss ich mir die Arbeitsfläche hier ein bisschen bemehlen.
und auch gleich die Nudelmaschine. Wenn ihr keine da habt, kein Problem, ihr könnt es auch mit dem Nudelholz machen, da braucht ihr halt ein bisschen Pulver. So, die Scheibe rolle ich mir gerade ein bisschen flach, dass ich sie in die Maschine bekomme. Dann geht der Spaß auch schon los. Also am besten wäre schon eine Nudelmaschine. Auf jeden Fall. Da tut man sich halt wesentlich einfacher, ne? Und immer mit der größten Stufe anfangen und dann immer eine Stufe kleiner werden. Ja? Die Maschinen haben unterschiedliche Stufen. Manche gehen bis 9, die geht bis 7. So, ich bin jetzt die ersten 3 Stufen einmal lang gegangen, lege den Teig jetzt nochmal zusammen und fange wieder von vorne an. Dadurch wird er nachher schön geschmeidig. Fang wieder bei 1 an, gehe hoch auf 2. Die gibt es ja jetzt auch schon günstig, die Nudelmaschine, oder? Ja, die kriegst du eigentlich schon für ein Appel und ein Ei. Hinterher geschmissen. Aber ganz günstige sollte man nie nehmen. Ja, die fallen halt irgendwann auseinander. So, jetzt fange ich wieder von vorne an. Wieder bei 1. Umso besser lässt er sich später verarbeiten, der Teig. Das Wasser kocht, willst du mir mal Salz geben? Jawohl. Machst du am besten mit einem Teelöffel. Ganz wichtig beim Kochwasser, das muss richtig gesalzen sein. Ja, ist ja so, weil hier ist ja auch nichts dran, also muss das gut gesalzen sein. Machst du erstmal 3 Teelöffel ran und dann probieren wir. Der will immer, dass ich das Wasser probiere. Ich finde das ein bisschen eklig, aber gut. Wichtig, immer probieren. Und was gab's bei euch heute schönes salziges Wasser? So, Stufe 4. Ja, Didi. Können noch 2 Teelöffel ran? Mach bitte noch 2 Teelöffel ran. So, Stufe 5. Jetzt werde ich mal zwischendurch wieder ein bisschen Mehl drauf tun, damit dann die anfängt zu kleben. So, je nachdem, wie dünn oder wie dick ihr die Paste habt, dementsprechend müsst ihr sie haben wollt, desto dementsprechend müsst ihr sie halt drehen. Genau. Und die 6. nehmen wir auch noch mit. Du kannst mir dann jetzt gleich den Teig abnehmen. Ja. Das muss man so ein bisschen im Gefühl haben, ne? Genau. Und auf jeden Fall kann man das ja schön zu zweit machen. So. Okay, dann lege ich die mal hier rein. Ich merke schon, dass du gleich wieder ausrastest. Nee, mach doch einfach. Gut. Leg's am besten andersrum. Wenn man die nämlich andersrum legt, dann ist die Wölbung da oben. Ach so. Ja, wir wollen ja keinen Knick nachher drin haben. Und mach die ein bisschen dichter. Warum? Weil es schöner aussieht. Warum? Weil der Teig sich noch zieht und stellen dir so viele doofe Fragen. Sei nicht so aggro. So. Okay, das reicht. Dann nehmen wir gerade ein Messer, halbieren den Teig einmal. Mhm. Ich komme mit meiner Walze. Ja, aber nur leicht, ganz leicht. Wunderbar. So, dann gehen wir jetzt 3 Stufen zurück. Wir waren vorher auf 6, jetzt gehen wir auf 3 zurück. Nochmal. Jetzt haben wir wunderbar schöne, breite Nudeln. Die kannst du noch einmal halbieren, die werden sonst zu lang. Okay. Sauber. So. Den nehmen wir unter. Zack, zack. Ja, und dann kannst du das ins Wasser schmeißen. So wie es ist. Einfach rein. Die Pasta ist auch schon gut. Kannst du gerade mal abkippen. Geh mal rüber, bitte. Warte. Gut. So. Dann machen wir die Pasta gerade wieder rein. Geben noch ein bisschen Olivenöl dazu. Schwenken das Ganze einmal durch. Wir brauchen einen Teller. Ja.
So. Und schon haben wir selbstgemachte frische Pasta. Geht ganz einfach, super schnell. Und ich zeig's mal gerade. Na komm schon. Sieht halt stark aus, ne? Mit der Petersilie drin. Gibt's so nichts zu kaufen. Viel Spaß beim Selbermachen. Bis zum nächsten Mal, sagen die Chrissy und der Christoph. Ciao.